Okay, dieses Auftragsangebot nehme ich schon mal nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Gut, ich wollte hier eigentlich hier auf Gameplay. Habe ich mir wohl vertippt. Und zwar habe ich ja gefragt, wie das hier mit der Simulation der Druckluft... Ich kann das schlecht lesen. Wo ist meine Brille? Da hinten. Kurz aufsetzen... und mit der Druckluftbremssystems ist, ja, werde ich mir jetzt anschauen. Ihr meintet, ich sollte genau das machen, was da steht, einfach stehen bleiben und vielleicht mit dem Motor ein wenig spielen, dass es wieder angeht. So kann ich ja eigentlich einfach losfahren. Lol. Ja, dann fahre ich jetzt eben einfach so los. Gut. Ja. Ich hatte ja in meiner Schule... den Physik-LK gewählt und, ja. Das machen wir nicht an, hier, an unserer Schule, sondern wir fahren dazu an die Fachhochschule. Und das ist immer Dienstagnachmittags. Und Dienstagnachmittags fahren, also wir fahren dann zum Nachmittagsunterricht dahin und haben dann anstatt 2, 3 Stunden. Und ich schaue nochmal nach Busverbindungen. Vielleicht komme ich schneller nach Hause als mit dem normalen Schulbus. Aber wenn ich mit dem Linienbus nach Hause fahren würde, wäre ich trotzdem höchstens gegen 6:30, denke ich, zu Hause. Und ja, also es ist an dem Tag sehr spät dann für mich und deswegen, da ich dann da vorproduzieren müsste, seid nicht böse, wenn dienstags dann hin und wieder mal ein Part ausfällt oder sowas, weil ich es am Abend vorher nicht geschafft habe. Oder, ja, wenn, keine Ahnung, ja, ich sag mal, der Eurotrack-Part dienstags nicht so informativ über den Kanal ist wie sonst oder der gar nicht über den Kanal informiert. Einfach weil ich dann nicht da bin und an dem Tag auch keinen Part aufnehmen kann, sondern dann abends direkt da bin. Wahrscheinlich nehme ich da montags 2 Parts von jedem Projekt auf, habe ich montags doppelte Arbeit, aber gut. Ich hoffe, montags habe ich frei, das wäre ganz nett, aber wahrscheinlich muss ich dann noch zur Nachhilfe und oh Gott. Und der Knüller ist ja noch, ich habe jetzt hier Physik-LK gewählt. Und da die Lehrerin dort meinte, ja, das könnte Schwierigkeiten geben, viele Schüler können Physik an sich, aber die haben halt Probleme mit den linearen Gleichungssystemen und generell Mathe in Physik, weil Physik ist mittlerweile sehr, sehr viel Mathe geworden, meinte die dann so eiskalt, ja, da müsst ihr extra in den, oder meinte unsere Schule, das bieten wir euch jetzt als Hilfe an, zwangsweise als Hilfe müssen wir annehmen, können das nicht ablehnen. Wir bieten euch so einen Vertiefungskurs in Mathematik an. Den kriegt man eigentlich, wenn man normalerweise in Mathematik nicht so gut ist. Heißt, dort säßen dann die etwas schlechteren Kandidaten drin. Und ganz ehrlich, ich brauche den eigentlich nicht. Und deswegen, ja, wisst ihr, das ist von Anfang an 3 Stunden. Ich hätte eigentlich 34, aber durch das Physik-LK habe ich jetzt in dem ersten Halbjahr doch 35 und in den anderen beiden 36 Stunden. Einfach, ja... wegen diesen 3 Stunden nachmittags. Und ja, dann noch dieser scheiß Mathe-Vertiefungskurs da in den ersten, im ersten Jahr. Das sind dann nochmal 2 Stunden. Heißt, ich hätte im ersten Jahr 37 Stunden. Das dann noch mit den ganzen scheiß Klausuren da zusammenklammbüstern. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf. Ich will keinen Vertiefungskurs. Höchstens in Englisch. Auch wenn ich da ja schon Nachhilfe kriege in Englisch. Und deswegen denke ich eher, dass es nicht so dringend wäre, in diesen Reihen zu gehen. Aber nun gut, ich muss ehrlich sagen, das ist so für den Arsch, dieses System, dass wir da jetzt alle in den Vertiefungskurs müssen. Alle aus dem Kurs, egal wie gut man ist. Wir hatten letztens sogar noch einen Test geschrieben, ob wir denn in den Vertiefungskurs müssen. Also, das war für mich vollkommen hinfällig. Ich hatte ja letztens davon erzählt. Also, habe ich jetzt gar nicht gebraucht, diesen Test schreiben, weil ich ja da eh reinkomme. Also, ehrlich gesagt, das kotzt mich richtig an, dass ich da in diesen scheiß Vertiefungskurs muss. Ehrlich, also ganz ehrlich, ich und Mathe-Vertiefungskurs, das ist so wie wenn ich, ja, keine Ahnung, ein Grundkurs auf einmal wäre oder kein Mathe-LK wählen würde. Ich kann nichts anderes außer Mathe. Es ist einfach mal so. Und wenn ich dann da einen Vertiefungskurs nehmen würde, dann was mache ich dann in der Oberstufe? Ehrlich, dann gehe ich aufs Berufskolleg oder direkt in der Ausbildung. Aber ehrlich, hallo. Was soll das? Also da frage ich mich dann, also ich denke mal, ich werde da demnächst nochmal nachfragen, ob ich wirklich diesen Vertiefungskurs nehmen muss, weil, ja,
37 Stunden finde ich dann doch etwas krass. Zudem müsste ich dann Geschichtsklausuren schreiben. Ich fange mal so an, welche Klausuren ich schreiben müsste. Und zwar Mathe, Deutsch, Englisch, Standard. Dann noch Latein, weil ich das ja als, da ich Englisch dann später in mündlich wählen will, muss ich das wählen. Und das nehme ich dann auch im Abitur, die Fremdsprache, weil die ist neu einsetzend, da habe ich dann keine Probleme mit. Niederländisch war für mich jetzt die Jahre hin auch hinfällig, haben sie mich auch nicht drüber informiert, ob das in der Oberstufe oder dass ich in der Oberstufe dann nicht als Abiturfach wählen kann. Aber nun gut, ja, alles kacke, naja, rege ich mich jetzt nicht drüber auf, aber gut, wartet kurz. Nein. Auftragsangebot. Wo war ich denn jetzt? Hier. Ich weiß gerade. Doch, genau. Nee. Ja doch, also als Klausur müsste ich dann halt Mathe, Deutsch und Englisch und dann halt Latein. Muss ich jetzt nehmen, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht Englisch im Abitur haben, weil... und Deutsch eher gesagt auch nicht. Deswegen, da habe ich mir gedacht, eine neu einsetzende Fremdsprache, welche wie Latein jetzt größtenteils auswendig lernen ist, oder besser gesagt Formeln anwenden, ist, denke ich jetzt, wenn ich da von Anfang an ranhaue, nicht so schwer wie eine Sprache, in der ich große Lücken habe, wie zum Beispiel Englisch, oder eine Sprache, in der es so weit fortgeschritten ist, dass selbst dass ich da nicht mehr gut hinterherkomme, wie zum Beispiel Deutsch. Also Deutsch sind mir einige Analysen schon zu kompliziert, muss ich leider sagen. Und oder ich kann sie halt schreiben, aber ich kriege halt keine gute Note drauf. 3 oder 4 oder so. Und das will ich einfach nicht. Deswegen, das im Abiturfach dann, das wäre extrem scheiße, weil ich dann damit meinen Schnitt runterziehe. Deswegen dachte ich mir, Latein wäre da vielleicht eine ganz gute Wahl. Wenn es nicht passt, kann ich es nach der 11 dann sofort wieder abwählen, dieses Fach. Und dann nehme ich anstatt Englisch, schriftlich, mündlich, das dann wieder schriftlich und versuche mich dann irgendwie mit Deutsch durchzuboxen. Und nun ja, auf jeden Fall, arbeiten. Mathe, Deutsch, Englisch, Latein, dann Geschichte. Ich habe mich jetzt für Geschichte entschieden und nicht für Erdkunde, weil ich finde Geschichte wesentlich interessanter. Erdkunde mag ich eigentlich überhaupt nicht. Aber nun gut, vor allen Dingen jetzt, wie es im Oberstufenunterricht war. Ich fand es früher immer cool. Aber dann meinte der Lehrer, den wir jetzt haben, komm, wir machen mal Oberstufenunterricht. Und ich muss sagen, es war kotzenlangweilig. Also, nee, bitte nicht. Dann mache ich echt lieber Geschichte und, ja. Also, nochmal. Mathe, Deutsch, Englisch, Latein, Geschichte. Dann, Physik muss ich noch lernen. Das sind schon mal Mathe, Deutsch, Englisch. Sorry, Lateingeschichte. Physik sind 6 Klausuren, für die ich lernen müsste. Oder kommt dann noch was zu? Ich meine nicht, stimmt. Eigentlich wären 7 Klausuren, aber da haben sie mich von einer befreit. Weil ich halt Physik gewählt habe, nämlich Bio. Aber gut. Und ja. Was denn dann noch? Ja, eigentlich sonst nichts. Auf jeden Fall sind halt 6 Klausuren und dann noch diese blöden zusätzlichen Stunden, die ich nicht brauche. Ich brauche sie wirklich nicht. Also, wenn ich Probleme in Mathe in der Oberstufe habe, dann frage ich keine Ahnung wen, aber na, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich Probleme habe. Also, ich habe bis jetzt, also ich sag mal so, früher hatte ich Probleme, auch Probleme in Mathe. Obwohl, besser gesagt, ich hatte eigentlich nie in den Arbeiten Probleme, sondern nur während des Unterrichts. Und mittlerweile jetzt ist es so, ich habe Spaß an Mathe und das, finde ich, ist das Beste. Wenn man Spaß an einem Fach hat, dann lernt man super gut in diesem Fach, wie ich jetzt in meinem Fall in Mathe. Und dann bin ich da einfach quasi der Pro drin. Also ich sage jetzt mal so, Einsen oder so werde ich da nicht schreiben, aber ich denke mal, 2 oder 3 werde ich da gut hinbekommen während des Abiturs und das ist doch super. Also was will man denn mehr als eine 2 jetzt? Ja, eine 1, aber trotzdem. Ach komm. Ach, nur Geschwindigkeitsüberschreitung? Das ist nice. Ja. Deswegen, ja. Diese Mathe-Stunden da, die finde ich richtig scheiße. Ich muss da nochmal mit meiner Lehrerin reden, ob ich denn diesen blöden Vertiefungskurs nicht abwählen kann, weil ich will den nicht. Das sind 2 zusätzliche Stunden, die ich einfach nicht brauche. Das ist einfach mal so. Das ist für mich vollkommen überflüssig, diese Stunden. Aber
wirklich, das ist einfach komplett überflüssig. Zudem, wenn ich irgendeine physikalische Formel da nicht verstehen sollte, die Physiklehrerin, die wir da jetzt haben, die ist auch, komm, halt die Klappe. Ja, nice, noch rübergekommen. Die ist auch Mathelehrerin. Und ja, zur Not frage ich dann die halt, wie ich da jetzt nochmal genau die Formel auflöse. Ich muss halt nur dann immer zur Physik noch meinen Taschenrechner mitbringen und Formelsammlung ist sowieso erwünscht von der Lehrerin. Okay, dieses Auftragsangebot nehme ich schon mal nicht. Also da, ich sehe keinen Grund für diese blöde zusätzliche Arbeit. Sorry, aber das ist leider mal so. Ah gut, den nehme ich schon eher. Ja. Also da denke ich, werde ich dann wirklich nochmal nachhaken, wie das ist. Weil, ja, vielleicht sehen sie es auch anhand meines Tests, dass ich das nicht brauche. Die Lehrerin meinte vor allen Dingen, lineare Funktionen sollten sitzen. Ich sag jetzt mal so, lineare Funktionen finde ich jetzt nicht schwer. Was ich schwieriger finde, sind quadratische Funktionen. Aber mittlerweile habe ich mich auch mit denen angefreundet und es geht halbwegs. Also, ja. Ja, gut. Dieser Brückenkurs, den fand ich jetzt eigentlich ganz cool, weil da hat man so ein bisschen Wissen nochmal aufgefrischt, vor allen Dingen um quadratische Funktionen. Also ich habe jetzt nochmal die ganze Formel im Kopf und das ist eigentlich super. Und ja, lineare Funktionen finde ich jetzt nicht so schwer und ich brauche es einfach nicht. Das ist einfach nur so, wisst ihr, zusätzliche Arbeit für mich, wenn es schlecht läuft. Also, sie meinten, ja, wir schauen, ob ihr dann vielleicht, weil ihr noch dienstags müsst, wo die ganze Schule frei hat, weil da immer Lehrerkonferenzen sind, ob ihr dann vielleicht an einem anderen Tag frei habt. Sie können aber nichts versprechen. Heißt im Klartext, es kann sein, dass ich 5 Tage die Woche lange Schule habe. Für mich wäre das der Horror pur, muss ich sagen. Ich hasse lange Schule und der Abschluss ist dann ja noch, es würden täglich die Parts meilenweise zu spät und ich könnte mein Upload-Limit nicht mehr einhalten. Ich müsste es um 1 Stunde nach hinten verschieben. Und ja, ich fände es einfach nur scheiße, wenn ich dann keinen zusätzlichen Tag frei bekomme. Und wenn das dann durch diesen blöden Ergänzungskurs, der in, keine Ahnung, nachmittags liegt, dann muss ich ehrlich sagen, beschwere ich mich dann aller Form, dass ich möchte den einfach nicht. Weil es ist einfach so, sorry. So, jetzt habe ich mich wieder über Schule ausgekackt und wieder kein Thema angesprochen. 3 Parts in Folge schon kein Thema. Ach du lieber Himmel. Ah, sorry, aber dieser blöde Mathe-Vertiefungskurs hat es mir jetzt angetan da. Ich meine, es ist eine super Gelegenheit, vor allen Dingen, da ich noch Mathe-LK wähle. Ich denke, ich werde jetzt auch nicht direkt nach den Ferien hingehen, sondern erst, wenn ich so merke, okay, du hast eigentlich keine Probleme in Physik, also so Halbjahr. Weil dann habe ich ein Halbjahr keinen Mathe-Ergänzungskurs mehr. Das fände ich eigentlich persönlich mit am besten. Ein halbes Jahr gucken, okay, schaffst du das soweit in der Oberstufe? Und dann späterhin diesen Kurs abwählen. Also ich denke aber, ehrlich gesagt, ich werde den eher abwählen. Als, ist einfach für den Arsch. Da wir Halbjahreswahlen sowieso immer neu machen müssen. Da kann ich dann auch nochmal direkt entscheiden, ob Geschichte was für mich ist. Wenn nicht, dann wähle ich halt nochmal kurz Erdkunde dazu. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und, obwohl, geht das? Ich weiß es gar nicht. Naja, zur Not, Geschichte war ich auch immer relativ gut. Die beiden Fächer nehmen sich nicht viel. Und ja, so, viel über meine schulische Laufbahn gequatscht. Zumindest was ich für Fächer in der Oberstufe habe. Ach, ihr habt mir auch gesagt, dass dieses Geräusch, wenn ich hier über den Seitenstreifen fahre, dazu ist, für die LKW-Fahrer, wenn sie in Kurzschlaf verfallen, dass wenn sie hier rüberfahren, sie dann wieder aufwachen und die Unfallgefahr somit, oder die Unfall... Wahrscheinlichkeit somit reduziert wird. Finde ich eine super Sache. Und ja. Gut, dann würde ich mich über eine positive Bewertung, einen Kommentar oder was auch immer freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.